Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin neuer Benny 188 und heute spielen wir mal ein ganz brandneues Spiel auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, Call of Duty Ghost. Wir sind hier spät in die Runde Gun Game reingejoint. Und ich bin mir sicher, dass wir es auf jeden Fall noch gewinnen werden, weil COD Ghost ist ein balanciertes und total qualitativ hochwertiges Spiel, in dem man auch nicht total übertrieben schnell stirbt oder irgendwelche Java-Updates aufgehen und sich COD Ghost minimiert oder man einfach mal Framelags hat, ohne irgendwas zu tun oder die Hitboxen so verschoben sind, dass es schlimmer ist als in Battlefield 3, wenn man 30 Meter hinter der Ecke gekillt wird und man kann mit einer Schrotflinte manchmal 200 Meter weit schießen und manchmal nur 1 Zentimeter. Ist ja alles zum Glück hier nicht der Fall, von daher sind wir noch natürlich noch gut dabei. Zum Beispiel das hier gerade. Da frage ich mich auch, wieso zum Teufel bin ich jetzt schon wieder tot? Ich krieg 2 Hitmarken und bam bam bam. Was? Hört man doch nicht. Habe ich eine Chance auf den. Ein Spinshot oder so. Oder hier diese geile Wallbang hier. Einfach mal durchs Gebüsch schießen und dann hier. Perfekt hinter mir gespawnt, dass ich mir hier auch schon wieder den gleichen Typen hinweg kapfen kann. Ich meine, in allem ist das ja ein super Spiel mit super neuer, dreidimensionaler Grafik 2.0 und Levolution wie in Battlefield, dass man hier so einen Baum abschießen kann und der Baum umfällt. Und wenn der Baum umgefallen ist, dann dieses atemberaubende Feeling hat, dass man die Brücke weiterlaufen kann und ja. Natürlich das perfekte Spiel für jeden, der gerne da andauernd drauf geht und selbstverschuldet stirbt und ja. Ja, wie zum Beispiel das hier gerade, das waren 2 Hitmarker. Aber nein, er überlebt das natürlich, weil er ein Babbo ist. Von daher, ich spiele das Spiel heute, beziehungsweise am Free Weekend, weil ich mir dieses Spiel nicht gekauft habe. Und ich werde es mir auch ganz sicher nicht kaufen, weil ich sehe nicht wirklich Sinn, da drin für ein Spiel zu zahlen. Oder hier, wieso verschiebt sich die Aim so, wenn ich im Zoom bin? Aber ja, um mich noch weiteres hochqualifiziertes Gameplay zu bringen, bleiben wir natürlich gerade in der Lobby und spielen. Oder hier, mit dem Kampfmesser hier so schön so. Weil die Hitbox auch gar nicht irgendwie off war oder so. Alles legitim, jetzt wollen wir keine kleinen COD-Homeboys kommen mit. Ja, das war so, Alter. Das war wegen Kinomodus. Nein, das war im Spiel. Das ist kein Kinomodus, meine Freunde. Ich spiele hier live Waffenspiele auf Strike Zone. Ja, hier, Level 9 fast. Ich bin Marathonmeister-Experte. Was muss ich dafür noch tun? Sprinten Sie 5 Meilen mit Marathon. Ja, auf jeden Fall, meine Freunde. Ja, ich habe mir hier nicht wirklich irgendwie was dabei gedacht bei dem Spiel. Ich habe irgendwie hier nur so Charakter, einen Clan erstellt. Das ist ja wirklich COD-Konto habe ich natürlich. Es gibt nichts mehr für COD-Konto zu tun. Ihr Konto halt Maul. Diesmal spielen wir auf der wunderschönen Map. Ja, wo steht die Map jetzt? Brauchen wir nicht. Ne. Auf Warhawk. Sind sehr kreativ mit der Namengebung, muss ich sagen. Und auch sehr kreativ mit diesem Map-Design. Man sieht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht auch 8 Häuser. Und es wird hier in Blau angemalt, wo man wirklich hier rein kann und wo man überdacht ist und geschützt vor Predator-Drohnen und jeglichem anderen. Panzerbrechende Geschosse können die Ballistikweste und Juggernaut-Panzer dringen und verursachen bei Abschuss der Reihen zusätzlichen Schaden. Oh, das ist eine Sache. Panzerbrechende Geschosse sagen die hier Vollmantel dazu. In dem Kriegsgesetz dieser Welt, dieses Universums, steht, dass jede Kuba-Drohne, die im Krieg verwendet wird, ein Vollmantelgeschoss sein muss, weil ein Vollmantelgeschoss tötet, weil sie in den Körper eindringt und man dadurch stirbt. Bei, ist doch geil sowas, bei Jagdmunition zum Beispiel ist es anders. Es sind Hohlmantelgeschosse, beziehungsweise Splittergeschosse, die zerplatzen, wenn man auf den Körper schießt. Ah, ich muss ja beide Tasten drücken. Und dadurch verursacht das extreme Schmerzen und man verblutet, was natürlich keiner von unseren, was natürlich keiner auf unserer Welt will, weil es wäre ja grauenvoll und
Ja, darum ist COD meines Erachtens schon ein minderwertiges Spiel, dass sie so eine menschenverachtende Scheiße in ihre Spiele einbauen. Was erst das standardmäßige Equip, dass man hier auch, man sieht natürlich nicht, wie die Waffe heißt oder so, falls man hier nach meinem Multiplayer oder so spielen will. Hier, da kann ich natürlich nicht durchschießen. Interessant, ich glaube, das ist die Bison, oder? Ja, scheint so. Oder hier jetzt hier. Perfekt mit der Schrotflinte, hat er mich hier perfekt getroffen und der ist, glaube ich, nur perfekt hinter mir. Nein, 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 du machst keinen Loopjump, mein Freund. Und hier auch die ultra geile lila eine Panzerung, die ich hier habe, die ist ja. Auf jeden Fall, jeder Soldat läuft natürlich mit so einem. Das sieht in Battlefield 3 hobbeln so rum wegen dem Blaufilter und in COD Ghost bauen sie einen lila Filter ein, haben die irgendwie Potenzprobleme oder was los bei denen. Und ihr seht ja, ich bin nicht wirklich der Schlechteste in dem Spiel hier. Also es liegt wirklich nicht daran, dass ich das Spiel nicht spielen kann, aber ich komme auf dieses ganzen Scheißdreck da nicht so. Ich glaube, das ist die FAD aus MW3, oder? Schön die Texturen recycelt, habt ihr gut gemacht, Activision. Ja, ich fand es total krass, was diese Promo-Phase, wie sie das gepriesen haben mit ja, neuer Grafik und Levolution oder wie sie das, wir haben es bei Ghost gehen, ich weiß gar nicht mehr, das hat mich auch nicht wirklich interessiert und so und ach, ist doch minderwertig sowas. Wenn sie nicht mit Battlefield in sowas mithalten können, COD ist ein Close-Quarter-Shooter. Man sollte doch bitte dabei bleiben und nicht versuchen, irgendwas nach. Oh, hier eine Minigun, oha, geil. Komm, schnell hoch, hoch. Oh, jetzt kommt, der tappt mich hier weg, wenn ich mit einer Minigun hier rumlaufe. Ja. Beste, meine Freunde. Wie lädt er die denn nach? Ah, die kann man nicht mal nachladen, das ist ja schön. Das ist doch das Beste hier. Was nachladen? Total. Überbewertet sowas. Oh, hier Granatwerfer. Mit dem man nicht mal reinzoomen kann. Ja, warum machen sie denn überhaupt dieses hässliche Ding, was mir auf die Sichtblock. Warum ist die jetzt nicht explodiert? Wo ist die Granate hingeflogen? Na egal. Warum machen sie denn überhaupt dieses hässliche Visier da rein? Und ich nicht damit reinzoomen kann. Wollen die mich nicht verarschen? Haben die irgendwas Falsches konsumiert, als sie das Spiel gecodet und als sie die Texturen gemalt haben? Was auch immer, Alter. So kommt es mir vor. Hier, Sniper. Das bitte für ein Visier gewesen, aber okay. Warum verschwimmt die Umgebung um mich, wenn ich in den Zoom reingucke, dann ist alles um mich eigentlich schwarz. Schwarz. Einfachste Logik, wenn ich durch ein Zielfernrohr wie ein Fernglas oder so gucke, dann sehe ich drumherum nichts mehr, ne? Aber nein, in COD Ghost müssen sie es natürlich anders machen, weil das ja neues Levolution ist und so. Da muss schon was geboten werden, meine Freunde. Da muss schon was geboten werden. Das ist eine Dreischusswaffe, Alter. Oh, das waren, glaube ich, Slugs bei dem. Das hier. In DMA, ja. Die Scar Heavy in DMA-Modus. Oh, hier. Perfekt. Jetzt müssen wir mal sehen hier. Er rennt auf mich zu und dann. Er sieht mich kaum und. Zack! Auf jeden Fall zu. So muss das doch sein hier. Oh. Ja, weil der letzte Schuss auch. Oh, Jumpshot, Alter. Beste. Das finde ich, da habe ich was in Battlefield 3, 4 zu bemängeln, dass man nicht mehr um die Ecke springen kann und schießen, aber bei COD ist es natürlich perfekt. Aber natürlich noch perfektes Aim, wenn man sich in der Luft befindet, dann trifft man noch. Wo zum Teufel, wo ist meine Kugel gerade hin? Sag mal, wenn man stirbt, dann natürlich die Kugel despawnen oder was? Ja. Also, das ist wirklich atemberaubend, was hier geboten wird an Gameplay und hier, hinter der Wand, Alter. Hier, beste. Wahrscheinlich haben wir hier noch gewallbanged, aber beste. Und wir haben verloren und sind Zweite geworden. Aber weil mir das Spiel gerade so viel Spaß macht, spielen wir natürlich gerade noch eine Runde, weil hier guckt sich das an, Alter. Hier, zack, und jetzt wieder. Oh, er hat sogar auf den Gegner und dann natürlich, man kriegt zuerst den Hintermann und dann steckt man das Messer rein. Props to you, Activision, meine Freunde. Bestes Game, was ihr jemals auf den Markt gebrochen habt. Und ihr halt viermal gemessert, Alter, kleine Uhren, so hätte mich von auch. Aber egal. Ich habe Marathon irgendwas freigeschaltet. Das ist mir auch ziemlich scheißegal. Wo kann ich denn das einstellen? Ich so irgendwie Klassen. Ah, die Soldaten-Editor heißt das ja jetzt hier. Schöne Waffe hier, Scharfschützengewehre. Gibt's hier natürlich eine Schalke mit Schalldämpfer. Halbautomatisch integrierter Schalldämpfer in schönem.
Goldfarbe geschrieben und dann gibt es hier die USR L15. L115, weißt du, weil L96 ist doch schon viel zu ausgelöscht, dann machen wir einfach eine neue Waffe, die einfach genau fast die gleiche Textur hier hat. Camo mache ich. So viel Abschüsse damit, aber ja. Oder für Killstreaks. Ich meine, Killstreaks ist auch so eine Sache. Einerseits finde ich den COD richtig cool, andererseits verstehe ich es einfach nicht. Stell dir mal vor, seid in einem Kampfgebiet, dann ruft einer: Ich brauche einen Helikopter! Bitte, bitte, bitte komm, man braucht einen Helikopter! Und dann kommen die: Ja, ja, tut mir leid, du hast 2 Kills zu wenig. Nein, nein, ich kann noch keinen Helikopter schicken. Nein, nein. Ich meine, klar, da kann man nicht respawnen in Real Life, aber trotzdem ist es meines Erachtens sehr, sehr weit hergeholt, was die da zustande bringen. Und wir spielen auf Sovereign.